Das Kammerhandbuch Canon EOS 700D. Das ist dieses Buch und ich habe dazu den passenden Fotoapparat. Das ist der hier. Der ist noch momentan Weitwinkel Zoom dabei. Das habe ich mir extra gekauft. Das finde ich sehr gut und ich habe zu einem Objektiv gegriffen am Anfang, das eine ungewöhnlich weite Brennweite hat für eine Spiegelreflexkamera. Das sind nämlich 18 bis 135 mm. Wegen der Sensorgröße kommt dann noch ein Korrekturfaktor dazu, bis man bei den kleinen Bildbrennweiten landet. Ich habe mir dazu ein Handbuch gekauft. Das finde ich, wenn man sich andere Bücher anguckt, die auch solche Kamerahandbücher sind, liegt nicht hier. Ich habe auch noch ein anderes zu dieser Systemkamera hier, ziemlich gelungen. So, und ich bin momentan angekommen bei der Rückseite der Kamera und das ist Kapitel 1.2, alle Bedienelemente im Überblick. So, Kamerarückseite sieht so aus, da habe ich einen kleinen Aufkleber drauf, damit ich weiß, welche meine ist. Die ist ein paar Mal öfter verkauft worden, damals die Kamera. Irgendwann wird die Spiegelmechanik kaputt gehen, das ist zum Glück noch nicht der Fall, obwohl ich ein paar Bilder mehr geschossen habe. Das dauert auch hoffentlich noch ein paar Jährchen. Die Rückseite, die meisten Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite der Kamera. Siehe das Bild auf der nächsten Seite. Da hat man es. So. Es geht mit den Knöpfen los. Und das geht hier oben los beim Menü. Ich werde jetzt, ja. Die einzelnen Tasten erläutern wir hier im Überblick. 1. Über die Menütaste erreichen Sie die verschiedenen Menüs der EOS 700D. Welche Einstellungen darüber möglich sind, erfahren Sie ab Seite 700, nee, ab Seite 370. Mit Hilfe der Infotaste lassen sich Informationen zu den Kameraeinstellungen, zum Beispiel zu Blende und Belichtungszeit, das sind so Sachen, gucke ich gerne öfter drauf. Aber auch ein Histogramm einblenden. Histogramm brauche ich nie. Das kann man im Monitor auch bei der Kamera gut erkennen, ob das unter- oder überbelichtet ist. Bei dem Video, das ich gerade mache, habe ich leichten Kompressor drin, eine leichte Überbelichtung. Das liegt an der weißen Wand hier hinter mir. Im Aufnahmemodus wird mit einem Druck auf diese Taste die Live-Bild-Ansicht auf den LCD-Monitor aktiviert. Wenn Sie sich im Videomodus befinden, starten und beenden Sie die Aufnahme über diese Taste. Also so kann man Videos starten und beenden. Das sieht man, glaube ich, auch, weil da ein roter Punkt daneben ist. Ja, hier oben ist ein roter Punkt. Damit klar ist, dass man damit auch die Videos startet. Fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich benutze die Kamera auch praktisch nicht zum Filmen. Geht aber auch. Der Autofokus ist so lala. Beim Filmen, beim Fotografieren ist der gut. Ist auch schnell genug. Die Lupentaste ist doppelt belegt. Im Wiedergabemodus sorgt sie für die Verkleinerung der Bildansicht. So können Sie maximal 9 Bilder gleichzeitig auf dem LCD-Monitor darstellen. Mithilfe der Pfeiltasten auf der Kamerarückseite wählen Sie Bilder gezielt aus. Im Aufnahmemodus können Sie mit dieser Taste Blende und Belichtungszeit fixieren.
Das funktioniert, glaube ich, auch noch. Hat auch schon mal nicht funktioniert. 5. Diese Taste ist ebenfalls doppelt belegt. Im Wiedergabemodus zoomen Sie damit in eine Aufnahme hinein. Braucht man manchmal, um Schärfe zu kontrollieren. Mit Hilfe der Pfeiltasten steuern Sie den Ausschnitt eines vergrößerten Bildes an. Im Aufnahmemodus können Sie gezielt eines der neuen Autofokus-Messfelder für die Schärfenmessung festlegen. Das ist gut. Das Problem ist, es sind nur 9 Messfelder. Teurere Kameras haben mehr. Und die sind alle sehr, sehr mittig angeordnet. Ein Bild zu machen, wo die Schärfe im goldenen Schnitt liegt, zum Beispiel, ist nur über den LCD-Monitor und die Schärfe, automatische Schärfeeinstellung möglich mit diesen Messpunkten oder Autofokus-Messfeldern funktioniert es nicht. Was ist bei dem teureren Modell? Ist das besser? Habe ich manchmal vermisst, weil ich gern bei Spiegelreflexkameras nicht den Monitor, sondern wirklich den Sucher benutze. Ja. Mit der AV-Taste ändern Sie die Blende und die Belichtungskorrektur. Braucht man ganz oft. Welche Einstellung mit Hilfe der Taste möglich ist, hängt vom aktuell gewählten Aufnahmemodus ab. Eine Belichtungskorrektur benutze ich oft, Blendeneinstellung auch. Die Schnelleinstellungstaste Q ermöglicht das Einblenden der Aufnahme. Einstellung auf dem LCD-Monitor. Wenn eine Verbindung zu einem PC oder Drucker besteht, steuern Sie über die Taste auch das Drucken. Habe ich noch nie ausprobiert. Über die Set-Taste wird in der Regel eine Auswahl bestätigt und im Aufnahmemenü dient die Taste dazu, die Einstellungsmöglichkeiten aufzurufen. Das ist jetzt hier so ein Viereck, was auch zum Einstellen benutzt werden kann. Das ist hier unten an der Kamera. Hier ist Set in der Mitte. Dann hat man hier so Tasten. Kann man auch den Selbstauslöser und Fernauslöser einstellen. Habe ich beides schon ausprobiert. Funktioniert auch beides. Neun. Die kreisförmig angeordneten Pfeiltasten sind mehrfach belegt. Und dienen in erster Linie zur Ansteuerung von Funktionen, zum Beispiel innerhalb des Menüs. Im Aufnahmemodus sind die Tasten entsprechend ihrer Beschriftung belegt. Im Folgenden erklären wir die einzelnen Funktionen links. Die linke Pfeiltaste ermöglicht die Auswahl von Einzelserien- und Selbstauslöseraufnahmen. Und vom Fernauslöser. Oben mit einem Druck auf die obere Pfeiltaste können Sie den Weißabgleichsmodus je nach Aufnahmesituation anpassen. Damit passt man die Farbtemperatur des Bildes an. Selten benutze ich dann den RAW-Konverter zu, ist auf CD dabei, funktioniert auch ganz hervorragend. Mit Bildbearbeitung habe ich es nicht so, die meisten RAW-Konverter finde ich noch in Ordnung. Rechts, die rechte Pfeiltaste ermöglicht die Auswahl der Autofokus-Einstellung One-Shot, AF, AI, Focus AF, AI Servo AF. Mehr zum Autofokus erfahren Sie ab Seite 79. Unten. Über die Pfeiltaste nach unten legen Sie den Bildstil fest. Zum Beispiel Landschaft, Porträt oder Benutzer definiert. Was es mit dem Bildstil auf sich hat, erfahren Sie ab Seite 385. Das ist im Wesentlichen Blendeneinstellung, die man damit vorwählt. 10. Mit Hilfe der Wiedergabetaste, so weit unten habe ich die auch noch nie gesehen, können Sie auf der Speicherkarte befindliche Fotos und Videos auf dem LCD-Monitor betrachten.
Mit den Pfeiltasten auf der Kamerarückseite blättern Sie zum folgenden bzw. vorangegangenen Foto. Bei Bedarf springen Sie mit dem Hauptwahlrad mit einer Drehung 10 oder 100 Fotos vor oder zurück. Dafür ist allerdings eine Einstellung im Menü erforderlich, siehe Seite 100. Und dann gibt es noch so eine Mülleimer-Taste, die ist kritisiert worden. Ich lösche mal gerne Bilder, weil ich auch schon mal gerne öfter abdrücke. Ist nicht immer alles was geworden. Ich fand die ganz praktisch. Wenn Sie sich im Wiedergabemodus befinden, können Sie das jeweils ausgewählte Foto oder Video über die Papierkorb-Taste von der Speicherkarte löschen. Rechts neben der Papierkorb-Taste befindet sich eine kleine LED-Lampe, die immer dann leuchtet, wenn auf die Speicherkarte zugegriffen wird, zum Beispiel beim Speichern, Anzeigen oder Löschen von Aufnahmen. Wenn das Ding blinkt, lässt man am besten die Finger von der Speicherkarte, ansonsten gehen Bilder verloren. Oder es werden Daten, also Bilder beschädigt, die sich auf der Speicherkarte befinden. Denke mir, das ist nicht ganz unwichtig, fehlt aber hier in dem Buch. Es geht dann weiter mit der Suche im Detail.